Willkommen zurück zu Punta Cana, all you can see. Willkommen zurück an den Strand. Ich kann ja verstehen, dass ihr es wissen wollt, deswegen bin ich auch heute los. Hab zwar nicht so viel Zeit, gehe aber ein kleines Stück. Wir haben seit ein paar Tagen, es ist ein bisschen bewölkt und auch so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht wie, es ist wie, als wäre Nebel in der Luft. Ja, vielleicht ist es Sand aus der Sahara, vielleicht ist es auch Asche vom Vulkan von La Palma, man weiß es nicht. Jedenfalls ist das Licht ganz merkwürdig. Aber egal, weil der Strand wird besser. Okay, ich bin hier direkt am Punta Cana Princess. Und hinter mir ist der Strand vom Cayena Club und vom Vic Arena Blanca. Ja, die waren ganz, ganz schlimm betroffen. Deswegen ist mir das auch ganz wichtig, euch zu zeigen, wie schön das hier wieder aussieht. Ja, das ist alles weg. Wer zum ersten Mal schaut hier bei Punta Cana, all you can see, mein Name ist Angela. Ich bin hier so seit 20 Jahren in der Karibik hängen geblieben, in Punta Cana. Eigentlich auf der Durchreise, aber was soll's. Und ich mache den Kanal jetzt schon ein bisschen, es sind schon einige Videos da. Wer also auf dem Weg nach Punta Cana ist, der schaut einfach mal in die Playlist rein. Heißt das auf Deutsch eigentlich Spielliste? Aber okay. Also der schaut in die Playlist. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Jeden Freitag findet ihr hier ein neues Video mit Sachen, die man hier machen kann, Informationen, wo man essen gehen kann, wo es die besten Mojitos gibt. Also ist ja subjektiv, aber halt meine Meinung. Und halt Informationen, wie sieht der Strand aus? Wenn ich es zeigen kann, wenn ich Zeit habe, dann zeige ich es euch gerne. Ich arbeite nämlich noch nebenbei. Ihr wisst schon, Geld verdienen, Rente und so weiter. So, jetzt geht es aber erstmal weiter den Strand entlang. So, wir gehen jetzt hier mal ein Stück durchs Cayena und durchs Vic Arena Blanca. Da ist eure Liege noch frei, Leute. Mit der Aussicht. So, der Strand vom Vic Arena Blanca ist ganz schön gefüllt. So, der Pool vom Vic Arena. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Strand. Genug Hotel gelaufen. Hier, Block 5, immer noch mein Lieblingsblock, weil er nämlich direkt einen Meerblick hat. Da hinten geht es zum Wassersport. Wer da mal Kajak fahren will, der geht dahin. So, meine Lieben, der Strand vom Ocean Blue. So sieht der aus. Heute Oktober 19, vielleicht auch 11, also jedenfalls so in dem Dreh. Und hier jetzt das Ocean Blue and Sands aus der Luft. Dahinter das Vic, an dem wir gerade vorbeigelaufen sind, Cayena Club. Könnt ihr einen schönen Blick hier auf den Strand werfen. Die leere Fläche, kann sich vielleicht der ein oder andere noch erinnern, da war der Markt früher, der ist seit einem guten halben Jahr weg. Und hier auf der anderen Seite das Iberostar. Das fängt hier vorne an mit dem Iberostar Grand. Dann Iberostar Barbaro, Selection, Coral, Iberostar Dominicana und Punta Cana. Ich lasse euch einfach mal schauen.
der Blick auf das Iberostar Grand Bávaro. Die weißen Türme, die ihr da hinten seht, die gehören schon zum Rio Resort. Das ist das weiteste, was ich heute laufe. Es fängt an hier mit dem Rio Palas Bávaro, Rio Naiboa, Rio Palas Macau, Rio Bambu und dem Rio Palas Punta Cana. Dahinter geht es dann weiter mit dem Bahia Resort und noch weiter Arena Gorda bis hoch zum Hard Rock. Der Strand vom Iberostar zwischen Grand und Bávaro. Also wenn man sucht, findet man schon noch was. Auch wenn man es nicht sieht, sieht man, dass das Wasser hier noch ein bisschen bräunlich ist. Da muss man dann notfalls mal 50 Meter darüber laufen. Resort. Die Rio-Hotels fangen hier an. Das erste ist, wenn ich mich recht entsinne, das Rio Bávaro Palace. Ich gehe nicht weiter von hier aus, gehe zurück, es donnert im Hintergrund, habe auch schon Blitz gesehen. Bin ungefähr noch, habe noch eine Stunde Rückweg vor mir. Aber ich zeige euch gerade noch schnell den Strand vom Rio. Der so aussieht. Ja, ihr wisst, hinterm Rio sind die Bahias, hinterm Bahia das Royalton Bávaro, dann die Majestics, Rio Republica und dann das Hard Rock. Also Arena Gorda haben wir jetzt auch. Bin dann doch noch schnell nach Macau gefahren und das hat sich heute absolut gelohnt. Das Wetter war toll, kein Wind. Das Wasser war voller Surfer. Wir haben zwei Surfschulen hier am Macau-Strand. Eine gleich hier vorne beim Eingang, Macau Surf Camp. Und dann, wenn er mal ein bisschen guckt, hinten in der Mitte sieht er auch noch, so in der Mitte vom Strand sind auch noch Surfer, da ist noch eine zweite Surfschule. Kann man online buchen, die holen einen im Hotel ab und fahren einen dahin. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, es macht echt Spaß. Da hinten seht ihr das Dreams Macau Beach, das Hotel. Hier vorne sind ein paar Souvenirshops und auch Restaurants. Wie immer, denkt dran, kann man alles machen. Aber man muss gesunden Menschenverstand benutzen und nicht mehr bezahlen, als die Sachen wert sind. Das gilt fürs Essen als auch für die Souvenirs. Letzte Woche waren wir ja auch in Overo Alto und die weißen Häuser da, die weißen Gebäude, die ihr ganz hinten seht, das ist Overo Alto. Das fängt an, gleich vorne als erstes ist das Ocean El Faro. Und hier noch ein allerletzten Blick auf den Strand von El Cortecito hier in Bávaro, der Bávaro Beach. In der Mitte mit den Lichtern seht ihr das Onos. Hier sind auch noch die kleinen Geschäfte, die meisten haben um die Zeit schon zu. Und auch hier könnt ihr am Strand sehen, dass ihr nichts mehr seht vom Seegras. Die weißen Gebäude, das sind die Presidential Suites. Gleich daneben ist das Vista Sol.
Ja, hier am Strand gibt es auch ein paar kleine Hotels und auch noch andere Restaurants und Beachclubs. So, hier nochmal jetzt die andere Seite. Dieser Seite gleich neben Cortecito ist das Palladium Resort. Fängt hier vorne an mit dem THS Punta Cana, Palladium Palace, Palladium Punta Cana, Palladium Bavaro. Daneben ist das Occidental Punta Cana, Bavaro Princess. Das ist unser Bavaro Beach. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wer bis hierher geschaut hat, gut durchgehalten. Aber ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, dass ihr alle sehen könnt, von unten, von oben. Und genieße jetzt ein erfrischendes Bad hier im Meer. Für euch nächsten Freitag gibt es wieder ein Video hier auf Punta Cana All You Can See mit wichtigen Informationen, dass ihr nicht verpassen wollt. Also ich sage mal Tschüss von hier mit noch ein bisschen Impressionen vom Meer. Und wir sehen uns nächsten Freitag hier auf dem Kanal. Tschüss!